Hallo, herzlich willkommen. Hallo, da 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 da. Hey, was machst du da? Ich singe. Das klingt mir fast nicht mehr nach Singen, das ist fast Schreien. Ja, nee, wenn ich schreie, dann klingt das so. Jack, was war das denn? Das war Geschrei. Warum denn das? Na, du hast doch gesagt. Nein, ich habe nicht gesagt. Ich sagte, du klingst so, als würdest du schreien. Ach so. Aber weißt du was? In der nächsten Geschichte, die ich dir erzähle, da haben die Leute wirklich geschrien. Wie? Da haben die so geschrien? Nein, hör auf. Du, das ist nicht nett, was du machst. Okay, dann erzähl mal, was ist eine Geschichte? Naja, das ist die Geschichte, wie Gott die Stadt Sodom und Gomorra sich mal ganz genauer angeguckt hat. Wie genau angeguckt? Naja, Gott war ja bei Abraham, hat ihm erzählt, du wirst ein Kind bekommen. Ah, Abraham sollte schwanger werden? Nein, nicht Abraham, seine Frau. Ah ja, das macht mehr Sinn. Wo war ich? Sarah sollte schwanger werden. Ja, genau. Und dann war Gott auf dem Weg nach Sodom und Gomorra und sagte sich, sollte ich das Abraham verschweigen, was ich jetzt vorhabe? Wie, was hat er vor? Er hat doch gesagt, er wollte sich Sodom und Gomorra genauer angucken. Wie genauer angucken? Einfach so näher dran, wie ich an die Kamera? Ja, komm mal lieber zurück. Okay. Und sagte sich, ja, ich gehe da mal hin, guck's mir an. Und wenn das wirklich stimmt, was ich gehört habe, dann werde ich diese Städte bestrafen. Wie bestrafen? Naja, zerstören würde er sie und alle Leute umbringen. Oh nein, das ist ja nicht gut. Naja, Gott möchte das ja auch nicht. Aber wieso macht er das dann? Weil er gehört hat, dass sie ganz viel schlimme Sachen gemacht haben, die Leute in Sodom und Gomorra. Oh, und was ist dann passiert? Er hat Abraham bestimmt gesagt nein. Ja, Abraham hat sowas eh nicht gesagt. Abraham hat gesagt, halt, stopp, Gott, warte mal. Wie, halt, stopp, hat er Gott aufgehalten? Naja, nicht ganz aufgehalten. Er hat gesagt, warte mal. Gott, wenn da jetzt 50 Leute sind in der Stadt, die gut sind. Wie gut? Und was meinst du damit? Naja, die Leute, die auf Gott hören und nicht stehlen, nicht lügen, nicht schlimme Sachen machen. Oh, okay. Also, wenn da 50 Leute sind, Gott, kannst du die Stadt nicht verschonen? Oh, dann würde Gott sie nicht kaputt machen. Ja, Abraham fragt, bitte, 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 mach das nicht. Ja, und Gott sagt so, na gut, ich will nicht den Gerechten und den Gottlosen zusammen umbringen. Und wenn es 50 sind, ne, wenn es 50 Gerechte sind, Leute, die Gutes tun, dann will ich die Stadt verschonen. Ah, und dann? Ja, dann hat Abraham sich gedacht, oder hat gesagt, ach Gott, warte mal, ich hab... War vielleicht etwas voreilig, ich habe zu schnell gesprochen. Was, wenn es 5 weniger sind, also 45? Aha, ja, das wäre doof, wenn da auf einmal wegen fünf Leuten Gott die ganze Stadt kaputt macht. Das hat sich Abraham auch gedacht. Bitte Gott, ne? Und Gott hat gesagt, na gut, wenn es 5 weniger sind, also 45, dann werde ich die Stadt nicht kaputt machen. Oh, das ist ja gut. Das ist gut. Ne? Und dann hat Abraham sich gedacht, Gott, weißt du, wenn es 30 sind, ja, kannst du die Stadt vielleicht dann doch noch verschonen? Ich war vielleicht, habe vielleicht etwas zu hoch gezählt. Oh, okay. Ja, das war ja besser, wenn Gott die Stadt verschont. Und Gott hat sich auch gesagt, na gut, wenn es 30 Gerechte in dieser Stadt gibt. Was heißt das eigentlich gerecht? Habe ich das nicht gerade erzählt? Hast vergessen. Gerecht heißt Leute, die das tun, was Gott möchte. Die Gutes tun, anderen Leuten helfen, die nichts Schlimmes tun. Oh. Ja. Und dann hat Gott gesagt, nee, okay, wenn es 30 sind, dann werde ich die Stadt nicht kaputt machen. Gott hat gesagt, wenn ich 30 Leute, 30 Gerechte in der Stadt finde, dann mache ich sie nicht kaputt. Und dann ist er losgegangen. Ja, nicht ganz. Abraham sagte, Gott, wenn es 20 sind, könntest du sie nochmal verschonen? Oh, der ist ja ganz schön am Betteln, der Abraham. Ja. Ne, weißt du, wieso der so gebettelt hat? Wieso denn das? Weißt du noch, wer nach Sodom und Gomorra gezogen ist? Nee, vergessen. Sein Neffe. Weißt du noch, wie der hieß? Der hieß Lot. Okay, Lot. Lot wohnte da. Ach, warte mal, der wohnte da richtig? Der wohnte in Sodom und Gomorra. Oh nein, das heißt, sein Neffe würde auch sterben. Sein Neffe würde auch sterben, wenn Gott die ganze Stadt vernichtet. Oh, dann verstehe ich ja jetzt, wieso Abraham auf einmal so bettelt. Und dann hat Gott gesagt, na gut,
Wenn ich 20 finde, ja, dann werde ich die Stadt verschonen. Wenn ich 20 gute Leute finde. Und dann hat Abraham nochmal gesagt, ach, Herr, letztes Mal, ne, vielleicht findest du ja auch nur 10 Leute. Oh, schon wieder. Von 50 auf 10. Das ist ja, der hat ja ganz schön mit Gott gefalscht, gehandelt. Mhm, der hat ganz schön gefalscht, ne? Wisst ihr, was der Falschen heißt? Weißt du denn, was Falschen heißt? Nee, ich habe das nur gehört. Falschen heißt sowas wie bitten, ja? Man bittet und bettelt und hofft, und dass etwas klappt. Oh, okay. Das ist meistens, macht man das, wenn man das kaufen möchte und sagt, ne, hier ist was kaputt, ne, wenn das hier 100 Euro kostet, kannst du das für 90 Euro verkaufen, ne, da ist ein Kratzer. Das ist Falschen. Ah, okay. Mhm. Und Abraham hat ganz schön mit Gott gefalscht, von 50 auf 10 runter. Und das hat Gott dann gesagt? Gott hat gesagt, na gut, ne, wenn ich 10 gerechte Leute in der Stadt finde, dann werde ich die Stadt verschonen. Und hat das getan? Gott ist dahingegangen. Oder beziehungsweise er hat 2 Engel dahin geschickt. Okay. Und das haben die gesehen? Die sind in die Stadt gekommen und sind zu Lot gegangen, haben ihn besucht. Oh, das ist ja nett. Aber die Leute... Ups. Was machst du denn da? Hab ich gerade verschluckt. Hey, nicht lachen. Die Leute in der Stadt... Die sind zu Lot gekommen und haben gesagt, hey Lot, gib uns mal diese 2 Leute, die bei dir sind, deine 2 Besucher, gib die mal her. Wir wollen jetzt was ganz Böses mit denen machen. Wie, was ganz Böses? Ja, die haben nicht gesagt, was da steht da nicht so genau. Die möchte ich auch nicht genau sagen, was Böses die mit denen vorhatten. Aber Lot hat gesagt, nein. Oh, das ist ein guter Mann. Der hat sich also zwischen die 2 Engel und die Leute in der Stadt gestellt und hat gesagt, nein, ihr dürft die beiden Leute nicht haben. So hat er es gesagt. Ihr dürft die beiden Leute nicht haben. Aber die Leute, die in der Stadt, die waren böse. Die haben an seine Tür geklopft und wollten die Leute raushaben und wollten ihm was ganz Böses antun. Oh nein, haben die sich dann versteckt? Sind die weggelaufen? Nee, die sind nicht weggelaufen. Denn die beiden Leute, die Lot besucht haben, das waren Engel. Oh, ja. Und dann haben sie die ganze Stadt kaputt gemacht. Nee, die haben all die Leute in der Stadt mit Blindheit geschlagen. All die Leute, die ihnen was Böses tun wollten. Wie mit Blindheit geschlagen? Naja, dann konnten sie nichts sehen. Gar nichts? Nee, guck mal, wenn ich jetzt so mache... Hey, das ist doch dunkel. Mhm. Mach die Augen, mach deine Hände weg. Ich sehe nichts. Ah! Siehst du? Die haben auch nichts gesehen. Oh nee. Gar nichts. Da sind die bestimmt so rumgelaufen, sind gegeneinander gelaufen, so bumm. Bam. Wieso? Von Kopf zu Kopf. Bam. Hey. Ja. Das ist ja lustig. Das ist nur lustig, wenn du daneben stehst und zuguckst. Aber wenn du selber blind bist. Haha, du bist blind. Nee, wenn die Leute waren blind. Ach so. Wenn man selber blind ist, dann ist das nicht so schön. Denn dann sieht man nichts. Das ist doof. Und dann haben die Engel die Stadt kaputt gemacht. Nein. Dann haben die Engel gesagt, Lot, hast du noch Leute, die du magst? Hast du noch deine Töchter, deine Frau? Vielleicht sind deine Töchter vielleicht verheiratet? Wenn ja, dann hol sie raus und renn weg, raus aus der Stadt. Oh, dann haben sie ihn vorher gerettet. Und Lot hat geguckt, ne? Meine Töchter, meine Frau, kommt, wir müssen los. Und seine Töchter, die waren verlobt, die sollten bald heiraten. Okay. Und den Männern gesagt, kommt Leute, Gott wird die ganze Stadt vernichten. Komm, wir müssen raus, wir müssen hier weg. Und dann sind sie mitgekommen. Nein, sind sie nicht. Die haben gesagt, auf keinen Fall, das ist Quatsch, was du erzählst. Oh, das ist ja nicht schön. Und Lot, seine Frau und seine Töchter, die sind weg aus der Stadt raus. Und die Engel haben denen gesagt, guckt euch nicht um. Ne? Guckt nicht nach hinten. Die nicht nach hinten? Ja. Nicht so nach hinten? Okay. Haben sie nicht gemacht, außer die Frau von Lot. Die hat sich umgeguckt und zack! Erster, sag was! Was ist hier los? Hey! Ah, war nur Spaß. Was sollte das denn? Ich habe schon fast Angst bekommen. Was war da denn mit Lots Frau? Naja, die ist zu einer Salzsäule geworden. Hey, eine Säule aus Salz? Das war die Strafe Gottes, weil sie sich umgeguckt hat, weil sie dachte, oh, das war ja doch so gut, wo wir gewohnt haben. Ich will zurück. Und dann ist sie zu einer Salzsäule geworden. Oh nein. Dann waren Lot und seine Töchter
ohne die Mama unterwegs. Oh, nicht so schön. Mhm. Ja, aber Gott hat die gerettet. Gott hat sie gerettet und hätte auch die Frau gerettet. Ja, hätte sie sich nicht umgeguckt. Oh nein. Und wisst ihr was? Weißt du was? Yes. Genauso wie Abraham mit Gott geredet hat und gesagt hat, komm bitte Gott, bitte, bitte, mach das. So können wir mit Gott auch reden. Wie, wir dürfen auch mit Gott zu Gott betteln? Wir dürfen betteln, aber wir dürfen auch bitten. Wir können sagen, Herr Jesus, hilf mir bitte bei der Mathearbeit oder hilf mir bei dem und dem. Ja, das ist nicht so gut. Mir geht es heute nicht so gut. Bitte schenk, dass es mir wieder besser geht. Wir dürfen mit Gott reden, so wie Abraham mit Gott geredet hat. Oh, das ist super. Und Gott wird auch durch unsere Gebete vielleicht einige Sachen, die er machen wollte, nicht machen. Also einige oder Sachen, die er nicht machen wollte, vielleicht doch machen. Und das klappt immer? Nein, das klappt nicht immer. Aber manchmal, wenn genug Leute beten und viele Leute für etwas beten, dann hilft Gott. Zum Beispiel, wenn wir für Missionare beten oder Leuten, denen es schlecht geht, wenn wir für sie beten, dann kann es sein, dass Gott Hilfe schickt. Okay, das klingt ja gut. Und das, Kinder, solltet ihr euch merken. Gott hört unser Gebet. Gott hört, wenn wir bitten. Und manchmal, wenn Gott sagt, ja, das ist okay, das ist gut, dann erhört er uns auch. Nicht immer, aber oft genug. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.